Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Project. Traditionell, wir liegen schlafen. Oh mein Gott. Ach so, ja. Schon wieder vergessen. So schnell geht das. Ein Hirn wie ein Nudelsieb. So. Früh am Morgen aufgestanden. Sehr schön, denn der frühe Vogel fängt ja, den Wurm auch. So. Dann nehmen wir mal den Schleifstein und reparieren mal diese wunderschöne Sichel. So, oh, unsere MK3-Sichel. Ja, wenn ich nicht bald trinke, du wirst gleich trinken. Du wirst gleich trinken. So, zuerst mal die Brachse. Dann hier. So, und beiß doch mal, Mädel, in ein Eichhörnchen. So, und die anderen kochen wir gleich. So, Eichhörnchen. Keiner hat es gesehen. So, Eichhörnchen kochen. Auch eine gute Sache. So, und im anderen Ofen werden wir auch ein Eichhörnchen kochen. Yeah. So, super. Die zwei werden wir auffüllen. So, da oben sind noch schöne Fässchen. So, erstes. Zweites. Super. Ja, trinken wir das mal einen Schluck und dann füllen wir gleich unsere Lieblings-Eidechsenflasche auch auf. Renn doch mit dem Zimmerbrunnen herum. Nein. Nein, meine ich. Mag ich nicht. So, das kommt da rein, das kommt da rein und das andere kommt da rein. Super. So, einen Happen essen. Ein bisschen. So, genau. Und dann wollten wir Biomüll wieder machen. Also Biomüll, was nehmen wir? Grün? Ja, wir nehmen Grün. So, da hätte ich jetzt gerne so Bulk-Items. Wollen Sie den ganzen Stack verarbeiten? Ja, und dann ist das auch so. Das wäre schön. Schneller Zeitvorlauf ist okay, kann ja ruhig Zeit dauern. Aber dann hätten wir gleich alles auf einmal. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. So, alles schön durchgearbeitet. Ja, ich höre ihn. Ja, ich höre ihn. So. Und einmal noch. Dann haben wir noch ein paar Stückchen auf Reserve. Ein bisschen Gras ist noch da. Alles ist gut. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das packen wir mal zurück. Da kommt das rein, da kommt das rein. So. Oh, da sind die beiden schon fertig. Super. So, dann würde ich mal sagen, wir füllen den Biomüll hier ein. Biomüll, den Biomüll. So. Super. Ja, geht ein wenig langsamer, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, außerdem ist bald vorbei. So. Ach, wie schön. So. Wenn das aufgefüllt ist, befülle ich noch schnell die Rüttler. Und dann setzen wir uns ein wenig in den Schaukelstuhl. Einfach mal warten. So, nachdem wir den Verband ja draufgelegt haben, wird alles gut. Die Frage ist nur, wann? Ja, um 18 Uhr irgendwas oder um 19 Uhr. So, so und so. Super. So, so schön, da wächst schon Stroh nach. So. Das lassen wir da natürlich liegen. Schaukelstuhl. Yeah. Wie lange wollen wir denn? Machen wir mal... Nö. 12 Stunden? Machen wir 11 Stunden. Ach, bis da wächst. So, ich brauche Wasser. So. Wo ist das Wasser? Ja, wir haben jetzt etwas entdeckt. Das Gras ist weg. Das Stroh, das Gras wurde zu Stroh und das Stroh ist weg. Einfach weg. Das heißt, man kann es einfach so liegen lassen auch. Wunderbar. Also, das will ich abkochen. Sehr gut. Da haben wir, da lege ich das Stroh rein. Ja, das gute Stroh. Das macht uns froh, das gute Stroh. So. Dann hier 7 Byte ist schon wieder so weit, dann können wir die Spitzhacke upgraden. Oh, da freue ich mich schon. Das wird super.
So, dann nochmal hier. Ein Eichhörnchen. Können wir eigentlich die Käferlampe reparieren? Oh, wie viel ist da schon wieder? Oh, das ist echt weit verdorben. Ja, oh, super. So, und das kommt da auch her. Super. So, bald fertig? Ist schon fertig. Wunderbar. Dann trinkt man es gleich mal leer. Fast. Super. So. Oh, der Dünger, der Dünger. Super. So, hier kommt der Biomüll rein. Ja, sehr schön. Dann der nächste. Und oh, ich hätte gerade gewechselt. Der hat das gespürt. Der hat das gespürt, dass ich gerade zur Axt greifen wollte. Dabei habe ich gar nichts gesagt. Sie können meine Gedanken lesen. Oh mein Gott. So, dann haben wir hier noch. Und zwei noch. Dann sind zum... Ach egal, komm. Ja, kannst du meine Gedanken jetzt noch lesen? Hehe. So. Alles kann man theoretisch liegen lassen. Alles, alles. Aber die Stöckchen will ich haben. So. Was hier alles wächst an Sachen. Wahnsinn. Oh, das ist super. So, das ist auch super hier. So, Kamille brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Und die Baumwolle brauche ich auch nicht. Oh, lass dir was anderes einfallen. So, dann gehen wir da mal runter und mähen hier mal durch die Gegend. In der Hoffnung, dass auch hier irgendetwas wachsen wird. So, das werden wir aber da nicht aufheben. Nö, wir sensen das einfach nur ab. Wir schauen auch nicht mehr hin. Als mit meinem inneren Monk könnte ich das ja überhaupt nicht vereinbaren, dass das alles so rumliegt. Aber nachdem wir dann hier nicht mehr hergehen, sondern ewig lang warten, bis wir wieder herkommen, in der Hoffnung, alles ist weg, alles ist verdorben, alles ist verschwunden. Die Natur hat sich zurückgeholt. Wie schön. So. Alles muss raus, alles muss raus, alles muss weg. Der Käfer muss auch sterben, den werden wir gleich, den werden wir mit der Axt, ja, wenn er nicht davon läuft. Im Moment wirkt es eher schon so. So. Das ist total schwierig für mich, dass ich das jetzt nicht alles aufräume. Es sieht total unordentlich aus. Es sieht total unordentlich aus. So. Stöckchen würde ich schon mitnehmen gerne. So. Wir sehen es gleich. Wir sehen es gleich. Ja. So. Stöckchen, Stöckchen. Super. Stöckchen, Stöckchen. So, was haben wir da noch? So, da sind wieder Stöckchen. So, und weil wir da gerade so lustig herumlaufen, machen wir da auch noch fertig. Gleich kommt die Axt, mein Freund. Gleich kommt die. Wer Gas gibt, wenn ich Axt sag? Ich sag Axt, was sagst du? Ja, renn in den Blubber, lock mich hinein. So was Fieses. So soll es gar nicht sein. So, dann nochmal hier. So, ich würde sagen, wir machen hier mal durch. Ein wenig mit der Spitzhacke. Aufwerten würde ich sie auch gerne. Gebe ich zu, gebe ich echt zu. Also eine aufgewertete Spitzhacke. Hammer. Also Spitzhacke in dem Fall, nicht Hammer. So, und da haben wir auch noch was, genau. Es sei mal wieder. So, da laufen wir durch. Wir werden neue Ressourcen da durchlaufen lassen, nämlich die vier. Und wenn die durch sind, gibt es eine neue Spitzhacke. Oh yeah. So, was hat er? Vorzusterben hat er. So, nein. Na gut. So, wir nehmen uns das da wieder und laufen da mal weiter. Kann ich jetzt im Eichhörnchen mit der Spitzhacke den Schädel einschlagen? Nö. So. Ja, ich weiß, das Arbeiten mit der Spitzhacke, das macht schon sehr müde. Armes Mädel. So.
Wir kriegen auch schön viel Schwefel jetzt bei der Aktion hier. Aber wir wollen unbedingt, unbedingt die Spitzhacke aufwerten. Oh, da haben wir jetzt ein Loch gemacht. Eieiei. Eieiei. So. So, dann hier weiter. Na, 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 Schlaraffenland. Der Ressourcen. Ressourcen. So, liebes Eichhörnchen, du saßt gerade vor ihm. Hättest du ihn nicht töten können, wollen, sollen? Ach Gott. So, na? So, wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch. Ist das super. Da-da-da, da-da-da. So, und hier der Schwefel auch noch. So, Gott sei Dank haben wir noch eine Bandage. Ja. So. So. Rezumbat, du musst echt aufpassen. Ja, ich weiß. Natürlich weiß ich. Aber was hilft das, wenn ich nicht drauf schaue? So. Also, wieder runter. Und weiter geht's. So, haben wir alles eingesammelt? Ja, haben wir. Das Eichhörnchen können wir uns natürlich noch töten. Und da sitzt das zweite vor der Axt. Das ist nicht gut. So. Ja, das ist jetzt nicht mehr gut. Nö, nö, nö. Dauert viel zu lang, viel zu lang. Ich würde die Aloe gerne mitnehmen und den Salbei auch gleich. So. Wir haben... Ja, warum auch nicht? So, Verband angelegt. Dann würde ich mal sagen, wir legen uns mal hin. Aber wir müssen wieder gießen gehen. Tja, wollen Sie schlafen? Ja, bitte, bitte darum. So. Super. Oh mein Gott. So, als erstes brauchen wir das Zeug. Dann brauchen wir einen Schleifstein hier mit der Spitzhacke. Hätten wir eine Dreier-Spitzhacke, wäre das alles nicht passiert. Stimmt. So. Also, auf Suche nach dem rosa Pilz. Ist einfach nur ein rosa Pilz gekommen, ohne Regen? Ach, wie fies das ist. Ach, wie fies. Hier, ja, und... Ach. Super. Da-da-da, wir suchen jetzt den rosa Pilz. Ach, wie viel. Ah, wie viel Tür. Nessel ist auch schon super. So, ich nehme die Schweinchen gleich mit. Nö, dann nirgends. Also zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen. Oh, wie das aussieht. Das muss alles zusammengeräumt werden. Aber nicht von mir. Nö. Nö. Einen Blumenbusch hat's zerrissen. Sowas aber auch. So, dann würde ich mal sagen, hier trinken, hier essen. Super. So, wir nehmen die Sichel und machen mal Platz. So. So, super. Ah, schön. So, wir sammeln am besten aber nur die Stück. Können wir da auch die Platten legen, wenn noch Sachen am Boden sind? Ich teste das da. So, hier, da, da. Ah, man kann die Platten kann man drunter legen, die guten Betonplatten. So. Sehr schön. So, weil wir gerade die Sichel in der Hand haben, es wird ja schon gehen. Machen wir das, komm, machen wir das. Ein wenig zumindest. Und jetzt ehrlich, wenn wir so viel Zeug haben, könnten wir tatsächlich...
wieder ein wenig Biomüll fertigen. Wir brauchen mehr, viel mehr Dünger. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, nochmal Salbei. So, da haben wir auch wieder Dünger. Ich glaube, jetzt ist soweit. Jetzt können wir es upgraden. So, ich würde sagen, die da werfen wir gleich ein. Eins, zwei. Da sind sie. Eins, zwei und drei. So, dann auch einer davon. Und den Rest schleppen wir rein. Schleppen wir rein. So. Die Hauseidechsen sind auch schon da. So, wir brauchen wir Stein. Wir haben Stein dabei. Räumen wir die gleich hier rein. Also, die kommen hier rein. Da. So, die Betonfliesen. Das Eichhörnchen werden wir gleich grillen. So. Immer muss rechtzeitig drauf schauen und so weiter. So. Dann haben wir einmal den Mais. Oh ja, wie wunderbar. Wie wunderbar, alles verdorben. Oh. Weiß nicht, ob sich alle freuen, wenn die Sachen hier verderben. Ich freue mich drüber. So. Ja, ich muss mir das wirklich... Ich muss es mir angewöhnen. Ich weiß, was da passiert. Ja. Das darf nicht mehr geschehen. So, dafür gehe ich jetzt über die Beinchen drüber. Der wird wenigstens nicht kaputt. So, ja. Da. So, Schleifstein. Oh, endlich, es regnet. Es regnet. Endlich. So, Schleifstein. Yeah. Wir verarbeiten den ganzen Stein, den wir da haben. Dann bleiben uns noch drei Eisenbrocken über. Die legen wir in den Kasten für spätere Schleifsteinchen. Aber dann haben wir wieder einige Schleifsteine auf Reserve. Und das ist gut. So. Super. So, wunderbar. Das nehmen wir raus. Rein kommt jetzt noch das und das. So, die Stückchen kann man raus, das kann man da runterlegen. So, ach wie schön, es regnet wieder. Gehen wir kurz raus. Ich habe Angst, dass da alles schon fertig ist und ich dann ernten muss. Ach, geht sich alles aus. Wird alles gut. So, die Schweinchen haben wir dabei. Die Sichel, wollen wir die Sichel jetzt schon schleifen? Ja, aber ja. So, ich muss mich besser ums Werkzeug kümmern. Das wolltet ihr mir ja sagen. So. Sollte ich auch tun. Aber das ist Schleifsteinverschwendung. Nein. So, dann nehmen wir das wieder raus. Das kommt da rein. So, hier kommen die Eisenbrocken. Super. Und davon... Oh ja. Ja, wir tun's. Ja, es ist soweit. Spitzhacke, damit das alles nicht mehr passiert. Spitzhacke, nö. Spitzhacke. Da, die MK3. 5 Barren? Nein. So. Dann haben wir das, wir haben das und die Spitzhacke dazu. Oh yeah, und schon geht's los. So, die Dreier-Spitzhacke. Absolut cool. Nebenbei weiter gefertigt. Yeah. So, das kommt da rein. Und wir räumen schon wieder weg. Yeah. So, die Stöckchen. Hier haben wir ein wenig Stroh. So, der Löwenzahn. Ja, der ist auch gut. Das kommt da rüber. Das werden wir noch einfüllen gemeinsam. Der Käfer da an der Wand. Ich nehme an, dass es die Wand ist. Alles andere würde mich erschrecken. So, dann haben wir da, kommt noch rein der Schwefel. Oh, 42 Schwefel, das wird super Sprengung geben. Eine super Sprengung. So, genau, dann machen wir da mal durch. Na, 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 na.
So. Geht doch. Geht doch, sag ich doch. So, der nächste. Nur, wobei, machen wir den einzelnen. So, und jetzt den da. So. Oh, wir können schon wieder was in die Rüttel reinwerfen. Oh, wie schön. So, und hier. So, dann fehlt nur noch die eine da, der einzelne. Einzelschicksal. Damit er nicht allein ist, werfen wir ihn in den Composter. So, was können wir da reinwerfen? Wir werfen weiter Ton. Tja, der Tonwurf. So, super, super. Alles drin, wenn ich nicht bald trinke? Ja, 7. So. Da ist alles da. Wir haben nur noch 2. Super. So, apropos, da haben wir ja jetzt endlich Riesenmengen in Reserve an Biomüll. Ja. So. Das kommt hier rein. So, der Dünger. Wir nähern uns langsam schon einer interessanten Grenze für das Waldmanagement. Das, ach, da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich schon. Aber es ist so viel zu erledigen, so viel zu tun. Ja, und wenn du dich nicht immer selber verletzen würdest, wäre es auch besser. Richtig. Absolut. So. Schauen wir mal, ich habe schon wieder eine Hauseidechse. Ich esse mal das auf. Ich esse mal hier ein Stückchen. Genau. So, während wir da herumlaufen, kann das hier abkochen. So, wegräumen noch den Ton und das Eisen. So, da haben wir jetzt 4 wieder. So, und da haben wir auch 4 wieder. Durch Zufall. So, die Schweindeln könnte man noch zurücktragen. Das könnte ich tatsächlich machen, in den Kasten stopfen. Weil einpökeln werden wir jetzt noch nicht so im großen Stil. Das machen wir dann ein anderes Mal. Das so, Ratten, Hühnchen, Schweine. So, rein mit euch, ihr Schweine. So, wie sieht es eigentlich mit euch da drinnen aus? Gut. Noch keines trächtig. Wird schon kommen. Wird schon werden, wird schon werden. So. Ja, super. Wasser ist durch. Wasser wird getrunken, da wird reingebissen nochmal, hat noch immer 51. So, bedeutet, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, bis dann, tschüss.